Hey Mann, was ist draußen? Ich bin's ja von Ballist United und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben heute wieder ein Pack Opening in der brandneuen Matchsticks Action Serie von Tops draußen. Wir haben ja bereits ein komplettes Display dieser Serie geöffnet und das ist eine Erweiterungsserie für die normalen Matchsticks Karten. Die Karten kommen auch tatsächlich ins gleiche Album wie bei der normalen Serie, weil das jemand das letzte Mal gefragt hat. In diesem Päckchen sind 11 Karten drin, das Ganze kostet 2 Euro. In der kompletten neuen Serie sozusagen gibt es 181 Sammelkarten, eine Kapitänskarte pro Pack, eine Matchwinner oder Club 100 Karte in einem Pack, eine Matchwinner oder Clubkarte und eine Club 100 Karte in jedem 16. Päckchen. Außerdem eine Limi Pro Display Box. Also, wie gesagt, ein komplettes Display findet ihr auf unserem Kanal schon. Und wenn ihr nochmal ein komplettes Display sehen wollt, denn wir haben hier noch eins liegen, noch komplett alle 20 Päckchen drin, dann ja, schreibt es mir in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Und wenn wir die 100 Likes, sage ich mal, in den nächsten 1-2 Tagen schaffen, dann gibt es das sicherlich auch nochmal diese oder nächste Woche. Heute aber erstmal 6 Päckchen dieser Serie. Wir sehen auf die... Das sind die Spieler und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. An der Stelle auch vielen Dank an Tops, die uns hier ein paar Karten nochmal zugeschickt haben. Und es sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus, Leute. Das erste Päckchen gleich und wir haben einen Hammer. Erstmal Tops Now, die, das muss ich sagen, die hätte ich vielleicht in alle ab und zu mal reingepackt. Aber diese Kärtchen hier, diese Werbekärtchen für Tops Now sind in jedem einzelnen Päckchen. Und ja, die fliegen gerade beim rum. Also, ja, die fette Päckchen, ihr seht schon schimmern. Wir haben als erstes Robbie Cruz von dem VfL Bochum. Da haben wir Newcomer-Karte Weghorst für Wolfsburg. Newcomer Sergeant Dragovic. Injovski, Holtmann, Philipp Kostic. Kramaric, dann haben wir EU-Matchwinner Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach, 88, den haben wir auch noch nicht, sehr, sehr nice. Dann haben wir hier Lars Bender als Kapitänskarte für Leverkusen, die sind so, ja, halbtransparent, so aus Plastik, die Karte. Hier, abgerundete Ecken sicherlich, weil sonst das Plastik ziemlich scharf werden könnte. Gehe ich mal von aus. Und wir haben die limitierte Auflage Thomas Müller. Die ist also, es gibt nur diese eine Limi in dieser Serie und die gibt es in jedem Display. Also die sollte eigentlich jeder schnell bekommen haben. Dann machen wir mal weiter. Vielleicht ziehen wir noch eine Club 100, wäre auf jeden Fall nice. Also so ist es nämlich normal. Normalerweise sind die Kapitänskarten hier hinten so drinne. Da haben wir nämlich als erstes Mike Franz und die Freiburger Karte. Wenn ihr unser Display Opening gesehen habt, dann wisst ihr es ja. Die Freiburger Kapitänskarte hier von Mike Franz ist die letzte, die uns gefehlt hat. Deswegen ist es sehr, sehr nice, dass wir den hier bekommen haben. Da haben wir Kind Zombie, Rave, Michael Esser, Daniela Costa, Honchak Turbostadt. Diese Turbostadt-Karten weiß ich immer noch nicht, was die sollen. Zwei Karten gibt es davon. Ja, weiß ich nicht. Bellarabi, Pizarro. Dann haben wir hier noch Gerhard, Santos und Matchwinner Jahrstein. Also zwei Matchwinner aus zwei Packs. Sehr, sehr nice. Wobei, naja, am Ende braucht man die Logos und die Matchwinner. Deswegen ist eigentlich egal. Dann haben wir hier Hanno Behrens als Kapitänskarte. Wartet mal, Leute, wartet mal. Ich mache hier ganz kurz einen Cut und muss was nachschauen. Okay, Leute, ich bin wieder zurück und es war ein kleiner falscher Alarm, aber als ich hier Hanno Behrens gesehen habe, weil ihr wisst es bestimmt, bei den normalen Karten haben alle Nürnberger das Auswärtstrikot, das weiße Trikot an. Und als ich ihn hier in Dunkelrot gesehen hatte, hatte ich kurz das Gefühl, dass es vielleicht zwei verschiedene Karten geben könnte, weil ich mir sicher war, Hanno Behrens hat eigentlich ein weißes Trikot an,
Aber jetzt habe ich hier diese Karte gefunden. Das ist nämlich seine Starspielerkarte. Und ich habe das verwechselt. Also es gibt einmal, hier hat er natürlich das Auswärtstrikot und hier das Heimtrikot an. Aber ich habe gedacht gehabt, dieses Bild hier wäre auf seiner Kapitänskarte gewesen. Und es hätte vielleicht zwei verschiedene Versionen gegeben. Hätte mich jetzt sehr, sehr interessiert gehabt und wollte das auch sofort euch sagen. Aber da lag ich ein bisschen falsch. Also ihr werdet wahrscheinlich, vielleicht gibt es ja trotzdem zwei verschiedene Versionen, wahrscheinlich immer diese Karte finden. War jetzt eine bisschen unnötige Pause, aber ich dachte, ich hätte gerade was Krasses entdeckt. Nazarov, Holtmann, Raphael, Torjäger, Martinez, Pausen, Marco Richter, dann, was ich schon gesehen habe, Zimmermann, das ist ein schönes Pack. Pacarada, dann haben wir Arminia Bielefeld, Logo, also das erste und Zweitliga-Logo hier aus dem Pack. Und ihr seht schon, ja, Timo Werner, Club 100, gegen Holland auch ein sehr schönes Tor gemacht, wenn Deutschland wieder nicht gewonnen hat. Naja, also, und wie schon im Display-Opening ziehen wir also, wobei im Display-Opening ist was ja eigentlich garantiert, ziehen wir wieder beide Karten in einem Video. Ist jetzt wirklich, das ist wirklich komplettes Zufall. Ich habe die Päckchen einfach aus dem Display genommen und ja, habe wohl die richtigen erwischt für heute. Dann haben wir Giaboggi als Kapitän. Jovin Jones, Nils Petersen Torjäger, Bebu Torjäger, Aller Torjäger, Kramaric Torjäger, Yusuf Pausen, also das war das Torjäger-Pack. Marco Richter, Zimmermann, Pacarada, also ein paar Gleichspieler wie eben. Und Lukas Piszczek. Nice. Von Borussia Dortmund 97. Was ich davon halte, habe ich schon öfter gesagt. Dann machen wir weiter mit Kapitänskarte Lars Stindl. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte, ist, dass es vielleicht noch wie vor ein paar Jahren mal wieder so eine Stadionkarte geben würde, wo man dann die halbtransparenten Karten vorstecken kann. Vor ein paar Jahren hatten die mal so auch so Plastikkarten und es waren, glaube ich, die Kapitäne, soweit ich auch, oder ja, wie hier, Kapitäne, oder vielleicht waren es, nee, das waren alle Torhüter, so war es, alles Torhüter waren es, glaube ich, die dann vor dem Stadion sozusagen standen. Da gab es einmal eine Stadionkarte und einmal so eine Karte und dann hat man die so ineinander gesteckt. Sieht im Album, finde ich, cooler aus an sich. Ansonsten mag ich diese Plastikkarten aber sehr stark sogar. Schindler, Baku, Sosa, Rudi, Philipp, Hanek, haben wir Ginczek, Kaminski, Aaron Hunt und Paderborn als Logokarte. Zweite Logo. Und wir kommen zum letzten Päckchen für heute. Also mal schauen, ob wir heute noch mal was Krankes ziehen können. Aber wir haben eigentlich schon alles gezogen, was man ziehen kann. Club 100. Limi, einige Matchwinner fertig. Oliver Fink nochmal als Kapitän für Düsseldorf. Dann nochmal Nazarov, Holtmann, Bartstuber, Javi Martinez, Skripski, Bellarabi, Pizarro, Gerhard. Dann haben wir nochmal Santos und St. Pauli Logo. Also, das war's für heute. Ihr seht, Basiskarten kommen mal zur Seite. Wir hatten drei Matchwinner und drei Logos aus sechs Päckchen, so wie es sein muss. Dann natürlich noch sehr, sehr viel Luck mit dem Club 100 und der Limi. Sehr, sehr nice. Und ja, ich glaube, es ist langsam wirklich Zeit für das versprochene Mappen-Update, worauf ihr schon lange wartet. Beim Mappen-Update werde ich euch dann aber auch erzählen, warum es so lange keins mehr gab. Aber das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, es hat euch schon wieder gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die Serie. Wie gesagt, die sollte jetzt überall erhältlich sein und überall zu finden sein in Zeitschriften, Warenhandel, Spielwarenhandel und so weiter. Ja, das war's von mir. Abo nicht vergessen, Daumen nach oben und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Vitis United. Ciao.